Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um eine kleine kurze Review zwischen BB Cream oder Foundation. Wenn euch das interessiert, bleibt jetzt dran. Und zwar ist eine BB Cream nichts anderes wie eine Foundation mit Tagespflege gemischt. Eine BB Cream hat immer eine leichte Deckkraft und hat mehr ein Dewy Finish. Natürlich gibt es auch matte BB Creams, da gibt es von Garnier für Mischhaut eine Matte und zurzeit von BB eine neue mattierende Babycreme, die ich bis jetzt noch nicht ausprobiert habe. Also da gibt es schon wieder Unterschiede, aber wie gesagt, meistens hat eine Babycreme ein Dewy Finish, weil das wie gesagt gleichzeitig auch pflegt. Bei einer Foundation hat man etwas mehr Auswahl, denn eine Foundation deckt meistens besser. Da hat man die Auswahl zwischen einer leichten, mittleren oder auch einer hohen Deckkraft. Vor ein paar Monaten bevorzugte ich noch BB Creams, weil ich eh mehr auf den natürlicheren Look stehe. Aber das hat sich geändert, weil ich mittlerweile sehr viele Foundations auch ausprobiert habe und ich das einfach schöner finde, wenn die Haut ebenmäßiger aussieht. Und ja, deswegen bevorzuge ich einfach Foundations mit einer mittleren oder auch hohen Deckkraft. Was ich auch ab und zu mal mache, ist meine Tagespflege in die Handfläche zu geben und meine Lieblingsfoundation, das kommt dann auf meine Laune drauf an, auf welche ich dann Lust habe, gebe ich etwas weniger Tropfen für eine leichte Deckkraft oder halt etwas mehr Tropfen für eine höhere Deckkraft und vermische das dann und gebe das dann auf mein Gesicht. Das ist nichts anderes wie eine BB Cream. Ich bevorzuge das mehr, weil ich so eine Auswahl habe, was für eine Foundation ich dafür benutze und natürlich auch meine Lieblingstagespflege, denn ich persönlich vertrage nicht alle Cremes. Ich benutze zurzeit oder eigentlich schon sehr lange von Clinique dieses rosane Töpfchen, das Moisture Surge Creme Gel. Also die vertrage ich wirklich sehr, sehr gut. Ich bekomme keine Pickel davon. Das ist eine leichte Pflege, die man auch als Make-up-Grundlage verwenden kann. Und die ist wirklich für meine Haut perfekt. Deswegen bevorzuge ich das mehr wie eine BB-Cream, weil ich dann doch öfters das Gefühl habe, dass ich von einer BB-Cream kleine Pickelchen bekomme. Zurzeit besitze ich zwei BB-Creams. Das ist einmal von Garnier Miracle Skin Perfector in der Farbe Medium und von Caudalie. Die bekommt man, glaube ich, nur in der Apotheke. Das Vino Perfect in der Farbe 02 auch in Medium. Die ist zurzeit etwas viel zu dunkel für mich. Das habe ich aber bewusst so gewählt, weil die Lichtschutzfaktor 20 drin hat und ich die gern im Sommer tragen möchte oder jetzt auch im Mai in meinem Urlaub. Und ja, die von Garnier mag ich auch, wie gesagt, für den Alltag, wenn ich mal Bock habe auf etwas Leichteres, dann greife ich gerne zu dieser Babycreme. Von der hatte ich auch einmal diese Matte für Mischhaut, die ich vorhin schon erwähnt habe. Habe ich die vorhin erwähnt? Weiß ich jetzt gar nicht. Wie gesagt, die ist mehr dewy. Habe ich früher oft benutzt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Könnt ihr nicht sehen. Die ist auch zur Hälfte schon leer. Die habe ich mir zum zweiten Mal nachgekauft. Benutze ich in letzter Zeit jetzt nicht mehr so oft, aber es ist doch gut zu wissen, dass man eine BB-Cream hat, wenn ich irgendwann mal Bock habe, wieder auf etwas Leichteres im Alltag. Also entscheidet euch selbst, was ihr bevorzugt, ob es mehr bei euch auf Pflege und etwas Leichteres auf der Haut sein soll oder halt, ob ihr gerne eine ebenmäßigere Haut mit einer höheren Deckkraft haben möchtet. Das bleibt natürlich euch überlassen. Wenn ihr Lust habt auf mehr so kleine kurze Review-Videos, in denen ich vielleicht Produkte vergleiche, dann lasst es mich gerne mit einem Däumchen nach oben wissen. Wenn ihr Bock habt, folgt mir auch auf Facebook, Instagram oder auf Snapchat. Ist wie immer alles unten in der Beschreibung für euch verlinkt. Übrigens snappe ich sehr häufig und sehr häufig kommen da auch mal kleine Hauls vor. Also wenn euch das interessiert, fügt mich da gerne hinzu. Abonniert diesen Kanal, so verpasst ihr auch nie ein Video von mir. Und wir sehen uns bald in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, meine Lieben. Ciao.